einen wunderschönen guten Morgen. Wir wünschen euch auch frohe Ostern. Dann wisst ihr ungefähr, wann wir unterwegs sind. Wir werden jetzt frühstücken und uns es richtig gut gehen lassen. Obwohl, dann hätte man einen Knutti drauf. Gott, sehe ich alt aus. Wieso? Wenn die Haare gemacht sind und die Sonne drauf knallt, sehe ich sehr grau aus. Quatsch. So, wie man sieht, wir haben uns fertig gemacht. Und es ist absolut geniales Wetter, muss ich sagen. Ist total warm. Also wir stehen hier im T-Shirt. Es ist zwar in der Sonne, aber mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Ja. Ich muss im Handy gucken. 9:30, ne? Ja, 9:33 Uhr. Es ist 9:30. Genau. Wir sind hier in Buttenbock hier in der Nähe, also Hasenbacher Teich. Da haben wir jetzt gefrühstückt. Beim letzten Mal gab es hier Schnee. Ja, letztes Mal gab es hier Schnee. Jetzt haben wir strahlenden Sonnenschein. Ich mache einfach mal kurz die Biege. So, da habt ihr die Sonne jetzt gesehen. Seid ihr auch geblendet, so wie wir. Ja, wir fahren jetzt nach Braunlage, wollen auf dem Wurmberg und einen richtig schönen Ostersonntag genießen. Genau. So, bis später. Bis dann. Wir sind jetzt in der Seilbahn, wir sind in Braunlage, es geht ab auf den Wurmberg und ja, ich weiß gar nicht, wie lange die Fahrt hier dauert, das habe ich mich jetzt nicht informiert, aber ich glaube so 10 Minuten. 10 Minuten war das, ja, strahlender Sonnenschein, wir haben wohl an die 16 Grad auch schon, jetzt sind wir gespannt, wie warm es da oben ist und dann werden wir euch schöne Aufnahme vom Harz machen. Angekommen auf dem Wurmberg. Ja, wie man sieht, da hinten sind wir angekommen. Das ist die Seilbahn. Ja, da hinten entsteht irgendwas Neues. Was das ist, weiß ich nicht so ganz genau. Das ist die Sprungschanze. Ach, die neue Sprungschanze. Okay, die haben wir irgendwann mal die alte abgebaut. Und ja, genau, da entsteht jetzt die neue. Genau, und wir werden jetzt gleich noch mal ein bisschen die Drohne fliegen lassen für euch. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Aufnahmen hier hinkriegen. Der Drohnenflug kann beginnen. Startet. Stefan macht jetzt schöne Bilder davon und ja, jetzt macht das gerade nicht. Im Regelfall könnte ich immer sagen, es ist nicht Stefan, sondern Hans Kuck in die Luft. Ja. Aber jetzt kann er ein bisschen auf den Bildschirm achten. Ich versuche mal hier ein bisschen den Hintergrund mit drauf zu kriegen. Geniales Wetter. So macht
Ostern richtig Spaß. Wir haben die Jahreszeiten jetzt gewechselt. Ja. Und zwar sind wir jetzt nochmal schnell in den Winter gegangen. Und zwar stehen wir noch eine Runde auf Schnee. Genau, dachten jetzt noch ein bisschen Schnee spielen. Schneeballschlacht machen wir nicht, weil der ist zu dreckig dafür. Aber ein bisschen Schnee haben wir noch gefunden. Genau. Jetzt geht's wieder bergab. War sehr schön auf dem Wurmberg. Sollte es ein bisschen wackeln, das bin nicht ich. Das ist die Seilbahn. Also ich habe nicht gesoffen. Und ich weiß auch momentan nicht, ob ich das irgendwie anders hinkriege. Macht doch vielleicht so. Ja, ist zwar nicht schön, aber selten. Stefan macht ein Video, wie es bergab geht. Deshalb konzentriert er sich da so. Genau. Und dann kann ich es aber schön einblenden. Gegebenenfalls überblende ich das einfach bei Stefan dann mal. Weil er redet ja eh gar nicht. Auf jeden Fall, wir gehen davon aus, dass wir tolle Videos gedreht haben. Wir lassen uns selber davon überraschen und werden es uns anschauen. Das Schöne ist, von hier sieht man das Maritimhotel, also wir müssen noch weit runterfahren. Sind so 950 Meter. Ja, über Mount Everest. Genau. Ne, sind wir ja nicht. Deshalb ja. 930, 950 Meter ist der Wurmberg hoch. Und es war einfach genial. So, das war es jetzt erstmal, was wir sagen können. Wir melden uns dann wieder unten aus dem Tale. Wir sind wieder runter vom Wurmberg. War schön. Genau, ich mache mal gerade da so eine Drehung. Also in der Schneise da. Genau, da sind wir hochgefahren und runtergekommen. Genau. Wir fahren jetzt erstmal Richtung St. Andreasberg. St. Andreasberg, wo heißt das? St. St., ja. St. Ich zanke mich immer, deshalb ist das so. Also, das heißt auch bei mir St. Peter-Ording. Genau. Ja, Spo. Und jetzt fahren wir nach Star. Gegebenenfalls ist sogar eine Starttankstelle, wo wir hinfahren wollen. Weil wir haben gestern leider vergessen, irgendwie noch Kräuterbutter zu kaufen. Und jetzt gucken wir, ob wir an irgendeiner Tankstelle Butter oder Kräuterbutter irgendetwas kriegen. Ich hoffe, dass wir nicht völlig verzweifeln, sonst wird es sehr interessant werden. Wir haben heute Morgen schon zwei Tankstellen abgefahren. Ja. Leider ohne Erfolg, auch sogar eine größere. Also die bieten nur noch Saufzeug an, also nur noch kalte Getränke. So. Was soll das? Es gibt 10 Kühlschränke mit Getränke, aber nichts mehr mit Lebensmitteln. Ja, und das finden wir eigentlich nicht schön. Schade. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch so heute erleben, weil wir haben es jetzt gerade Mittag. Also noch ein bisschen rumtouren lernen wir auf jeden Fall. Genau. Wir sind wieder zurück. Und wir sind noch nicht mal aus Braunlage weggefahren, denn wir haben Butter hier bekommen. Keine Kräuterbutter, das war egal. Hauptsache, wir haben jetzt Butter, dass wir für morgen etwas haben. Und dann kann das Grillen auch beginnen. Also später. Yeah. Jetzt fahren wir nach St. Andreasberg. Das werden wir auch wieder filmen mit der Actioncam. Und dann geht es nach Clausthal-Zellerfeld zu unserem Eisladen. Schönes Eis essen. Genau. Und das zeigen wir euch natürlich nachher nochmal. Bis dahin. Wir sind wieder zurück an unserem Platz. Also oben stehen wir. Genau. Und hier ist der Hasenbacher Teich. Gehen viele gerne angeln. Mhm. Und wir machen jetzt einen schönen Spaziergang, denn wir hatten ja gerade ein lecker Spaghetti-Eis. Das muss jetzt verdaut werden. Und ein lecker Erdbeereisbecher, das zeigen wir euch gerade. Und wir zeigen euch auch, wie der Eisladen heißt. Das heißt, das ist jetzt hier. Bezahlte Werbung ist es nicht, ist einfach nur Werbung. Genau. So, und wir gehen jetzt ein bisschen. Unsere Empfehlung. Unsere Empfehlung, genau. Wir empfehlen. Wir machen genau. Keine Werbung, wir empfehlen. Nein, wir empfehlen. So, und jetzt gehen wir ein bisschen durch den Harz halt. Ja, genau. Durch die Wald, Wiese und so weiter. Aber nicht durchs Wasser, das ist zu nass. Genau. Wir sind jetzt hier am Schlangenteich. Ja, für uns ist es der Schlangenteich. Für
Wir wissen nicht, wie er wirklich heißt, obwohl er steht bestimmt da dran. Ne? Ich kann da ja mal hingucken. Und Stefan will jetzt nochmal die Drohne steigen lassen, um hier ein bisschen das zu zeigen, was wir hier so sehen. Und wenn wir Glück haben, steht hier irgendwas dran. Aber naja, da finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Also keine Ahnung, wie das Ding hier heißt, aber wir werden es irgendwann mal googeln. So viel zu dem Thema. Ist eine Abkürzung. Das hast du dir ausgedacht. Ja. Ich hab gleich gesagt, glaub nicht, dass es kürzer ist. Ja, du Klugscheißer hast sie aber nicht durchgesetzt. Nee, weil ich gedacht habe, naja, gut, das kannst du ja machen. Da ich den Weg nicht kenne, kann man es nicht. Das ist mal jauer. Konzentrier dich, mach da nicht so viel mit dem Handy. Weißt du, was das lustig ist? Ich hab nicht mal aufs Handy geguckt und ich. Ja, wir haben es. So, Pi mal Daumen 5:30. Das heißt, wir machen uns langsam aber sicher was zum Essen. Und wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich Stefan. Ja, danke. Ja, er bereitet gerade Schweinefilet vor. Das wird schön mariniert. Und das hauen wir dann lecker auf den Grill. Und dann werden wir uns das hier richtig schön gut gehen lassen. Ja, man hört hier auch, oder man sieht es teilweise im Hintergrund. Ja, die Straße ist hier direkt. Aber man muss dazu sagen, teilweise... gerade wir sind auch abends sehr oft noch lange hier, alles ruhig, also das wird von Stunde zu Stunde ruhiger und naja, wir hätten gerne direkt hier geparkt, aber da steht jetzt jemand anderes. Vielleicht fährt er noch irgendwann weg. Aber bei unserem Glück fährt er erst weg, wenn wir komplett fertig sind mit Essen und dass wir uns eigentlich dann eher Richtung Schlafen aufmachen, dann fährt er vielleicht weg oder morgen früh. Oder morgen früh. So. So, der Sonnenschirm ist wieder reingeholt worden. Das heißt, Stefan möchte nicht mehr weiter fliegen. Nein. Und hier steht dann unser Abendessen. Und da brutzelt die Vorspeise. Der Hauptgang ist dort. Ja, und eine Nachspeise haben wir nicht. Dann nehmen wir dann, nee, stopp, Nachspeise haben wir doch. Die Nachspeise, die steht dort, der leckere Moselwein.
Und da sagen wir natürlich nochmal Danke an Antje und Ronny. Den lassen wir uns natürlich schmecken. Bisschen säuerlich ist er, das können wir schon mal sagen. Also, wer sauer es nicht mag, für den ist er nichts. Aber hier zum Grillen und gestern zum Essen kann man den auch trinken. So. Was sagt der Herr dann noch? Ich drehe jetzt die Wurst. Na, die sieht ja schon sehr gut aus. Ja, dann sag ich mal einen guten Hunger. Guten Hunger. So, Grill wieder zusammengepackt. Alles abgewaschen, alles wieder sauber. Ja, wir haben uns jetzt sozusagen fertig gemacht. Wir werden jetzt noch einen schönen Film gucken. Und dann heißt es auch für uns bald, dass wir ins Bett gehen. Sonnenuntergang ist ja schon. Also verspricht heute ein schöner Abend zu werden. Bis morgen früh. Gute Nacht.